18, dann wieder 22 abziehen, sind wir ungefähr bei. So, wir gehen mal von ganz hinten. 110, genauso mal Platz wie haben. Neben die Triebe. Können wir damit überhaupt driften? Kannst du das? Willkommen bei KFC. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also heute geht es um den W124, aber ich war gerade hier in der Werkstatt und das muss ich euch einmal zeigen hier. Guckt euch mal, wie süß diese Kupplung ist. Ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr die neue rausholt, ganz sachte, schreit bitte nicht. Nicht, dass er sich erschreckt. Ach, mein David, ich habe aber was für dich. Das ist für mich. Das ist für dich. Ah, bitte schön. Echt ein geiles Gerät. Ich habe es letztens probiert. Das Essen? Das kann man nicht essen, auch wenn es so aussieht. Dankeschön. Ich zeige euch mal mein altes Auto hier, den ich selber mal früher gemacht habe. Guckt euch das mal an hier. Sowas habe ich auch mal früher gerne gemacht. Hier war dann auch richtig schön zu und so. Hier USB habe ich hier reingemacht gehabt. Aber wir reden von 6, 7 Jahren. Sowas habe ich dann früher gemacht gehabt. Ja, die Dinger waren alle neu. Ich habe die alle neu gemacht. Ja, jetzt braucht ihr natürlich ein bisschen Liebe hier. Das habe ich alles auf jeden Fall nicht gemacht. Audi 80 Cabrio 2,8 Liter V6. Den habe ich damals mal mit Motorschaden gekauft gehabt. Und dann habe ich den einmal auf Vordermann gebracht. Schönes Auto. Heute möchte ich euch einmal noch mal den Mercedes euch zeigen. Achtet mal, wie viel Platz wir haben. Und das wird mir so gleich interessant, weil ich einmal Platz nochmal messen werde hier. Hier haben wir einen 230er, der kommt ab und da kommt dann ein V8 M113 rein. Wir lassen den ein bisschen laufen und dann fahren wir gleich eine Runde damit. Dieser Motor kommt natürlich in den W124 rein. Fehlen so 22 cm. Ich sag mal, hier haben wir ungefähr 96, ziehen wir 22, 96, was haben wir da? Hast du aufgepasst in der Schule? 74, ne, ich bin ja Mechaniker geworden. Ich hab's nur zum Meister geschafft, mehr nicht. Dann haben wir einmal hier, wir nehmen echt von hinten, ganz hinten, 110, 108, 88 cm. Das Geile bei denen ist schon mal, hier so ein V-Motor und da haben wir sehr viel Platz. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also hier geht's schon ab. Das kriegen wir locker hin. Wir gehen mal von ganz hinten, 110, genauso. Also das ist schon mal geil, also wir haben genug Platz. Oh, guck mal, wie viel Platz wir haben, neben die Triebe. Also ich hätte mir das jetzt echt nicht so viel, also wir haben hier locker noch 15 cm, ne? Sag mal, was für ein Baujahr du bist. 2000. 2000, weißt du, was für ein Baujahr dieses Auto ist? Weiß ich nicht. Also 84 wurde der gebaut, 87 wurde die Erstzulassung gemacht. Bisschen älter als ich. Warum funktioniert mein Tacho nicht? Willst du 2020 gerecht machen, den Wagen, ne? Ja. Können wir damit überhaupt driften? Kannst du das? Warum warst du denn genau dahinter? Das ist voll weit gespritzt. Boah, sorry. Da muss ich meinen Bruder Michel von No Fucks Given nochmal anrufen und fragen, wie ich driften muss. Aber das war geil. Nicht schlecht. Rangbochtung. Wird aber dreckig. Egal. Hast du Spaß? Das macht Spaß. Jetzt stell dir mal vor, wir haben 500 da drunter. Machen wir hier Löcherbottel. Geh raus, guck uns den Wagen an. Ja, was ist das? Wir wollten den Carbon noch machen, aber so Carbon machen? Dann machen wir mal. Waschen wir den Wagen? Der geht nirgendwo ab hier. Aber mit dem neuen Motor wird er das. Ja.
Aber trotzdem, schönes Auto. Eine. Macht Spaß. Ja. Weißt du, wie man sich in einem W124 fühlt, wenn ihr auf Autobahn seid? Ihr fährt so ganz chillig, natürlich mit zwei hinten. Man sagt, überhol. Mehr als 80 geht wieso nicht. Das Guinness Buch der Rekorde anrufen, damit ich 90 geschafft habe. Geil. Rundfahrt. W124, 230er, dieser Motor kommt ab und dieser Motor kommt rein in den W124. Also ich würde jetzt am liebsten, würde ich jetzt direkt schon beide Motoren abbauen, mal schauen, wie fern das passt. Wow, was habt ihr denn gemacht hier? Nix, aber wir haben den einmal gewaschen mit Schlamm. Ja, mich auch. Und ihn auch. Aber Jonas, alle Achtung, wenn du das wirklich machen willst, ich würde gerne dabei sein, aber gerne. Ich guck nur zu. Schau mal, ja. Ja. Aber da musst du auch die Bremsanlage und so weiter umbauen. Die Bremsanlage kommt natürlich auch rein von dem. Ich möchte diesen stufenlosen Schalten haben. Ja. Guck mal, wie er startet hier. Nein, der soll nicht mehr so starten. Genau so soll er starten. Es wird schwer, klar. Was ist denn im Leben einfach? Also technisch wird das sehr anspruchsvoll, das Ganze. Aber ich glaube an mich, ich glaube an die Arbeit. Und mit der Unterstützung von euch kriegen wir das hin. Das ist einmal ein Wertgutachten von dem Mercedes, den ich habe. Das ist mein Mercedes. Hier seht ihr alles. Hubraum 2,3 Liter, Kilometerstand, Baujahr, KW, Vierzylinder. Was für eine Note ich bekommen habe. Und dann haben wir hier einen geschätzten Marktwert von 6.000 Euro. Das war 27.10.2017. Ne, hier seht ihr nochmal die ganzen Bilder von unten, von innen. Alles, was wir haben. Kilometerstand. Also wir haben eine Note 2 plus 6.000 Euro. Natürlich sagen dann Leute, ey Jonas, wie kann man so ein Auto verbasteln? Warum lässt es nicht original? Erstens, das Auto wird nicht verbastelt. Im Gegenteil. Wir bauen da einen 500er rein mit Automatikgetriebe das Ganze. Ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Viergangschaltung. Es macht null Spaß. Ich rede gar nicht von der Elektronik. Elektronik ist mir egal, ob er jetzt elektrische Fenster hat, ob er ein Schiebedach hat. Das juckt mich alles nicht. Für mich ist nur wichtig, wie springt der Wagen an? Automatik und dann gib ihm. Da macht es auch Spaß für mich. Ein 500er W124. Ob es ein Umbau ist oder nicht, das ist egal. Das Wichtigste ist, ein E500 zu haben. Und wenn wir den später noch eingetragen bekommen, das Ganze. Also jeder hat mich auch gefragt, ob ich außen was ändere. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich was ändern, aber das kann sich auch ändern, dass ich das vielleicht nicht mache. So, Frat, Dankeschön und schick mir die Rechnung wieder, okay? Wie hoch ist dein Budget? Möchtest du, dass ich so oder möchtest du, dass ich so haue? Spaß. Bester Mann. Der hier, bester Mechaniker. Und der sowieso heißt Jonas, so nebenbei. Hallo, Kollegen. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, lasst doch ein Abo da. Und ja, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao. 24er. Das ist doch geil. Mit diesem Automatikgetriebe, ne? Das wird Hammer sein. Das wird Hammer geil sein. Ja. Tja. 140. Das ist schon Hammer, ne? Schon. Aber es geht mir nicht um die Schnelligkeit. Es geht mir jetzt, sagen wir mal, wir fahren 120 mit dem W124. Guck mal, ich tippe nur Gaspedal ganz leicht an. Dann schiebt er nach vorne. Und diese, ich finde auch, dieses Getriebe ist ein Traum von Mercedes. Ja, klar. Ja? Das ist geil. Aber es ist viel Arbeit. Es ist viel Arbeit, Alter. Viel Arbeit heißt viel Videomaterial. Viel Arbeit.